Heute für euch der echte und auch wahre Grund für Voldemorts Besuch bei Gellert Grindelwald in Nurmengard. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video sprechen wir über zwei der dunkelsten und mächtigsten Zauberer in der Zaubererwelt. Natürlich spreche ich von keinem anderen als Lord Voldemort und keinem anderen als Gellert Grindelwald. Genauer gesagt werde ich über Voldemorts wilde Verfolgungsjagd auf Grindelwald und die Gründe dafür sprechen. Grindelwald wurde 1945 von Albus Dumbledore besiegt und diese Nachricht verbreitete sich schnell. Doch was könnte Grindelwald für Voldemort von Nutzen sein? Warum sollte er einen bestimmten Zauberstab besitzen und wie kommt Voldemort darauf, dass er das tut? Sowohl Lord Voldemort als auch Gellert Grindelwald erschütterten die Zaubererwelt mit ihrem jeweiligen Streben nach Macht. Es sollte jedoch beachtet werden, dass sie eigentlich ganz unterschiedliche Ziele verfolgten. Grindelwald wollte die Heiligtümer des Todes erlangen, die Geheimhaltungspflicht aufheben und die Vorherrschaft der Zauberer über die Muggelwelt errichten, ohne das spezifische Ziel, Muggel oder Muggelgeborene auszurotten oder ihnen zu schaden. Voldemorts Ziel war viel einfacher: jeden zu vernichten und zu versklaven, der sich ihm widersetzte oder nicht von rein magischer Blutlinien abstammte. Obwohl beide zweifellos böse waren, kann man so sagen, war Voldemort viel finsterer als Grindelwald. Grindelwald hatte ein richtiges Ziel dahinter. Voldemort war eher auf Rage-Mode und wollte einfach jeden versklaven und töten, der sich ihm in den Weg stellte. Als 1945 anbrach und Grindelwalds Schreckensherrschaft endete, stand Voldemort mit seinen eigenen dunklen Machenschaften und seinem Plan erst am Anfang. Der Sieg über Grindelwald bedeutete nur, dass die Tyrannei eine kurze Pause einlegte, denn 1970 begann offiziell der erste Zaubererkrieg. Während einer Phase von Voldemorts Wiederauferstehung war er besessen davon, das sagenumwobene Heiligtum des Todes, den Elderstab, zu finden. Er wusste, dass sein jetziger Zauberstab mit dem von Harry verbunden war, was ihn daran hinderte, Harry zu töten. Aber er wollte nicht irgendeinen alten Zauberstab benutzen, um Harry zu töten. Voldemort hatte ein gewaltiges Ego und er war sich seiner ungeheuren Macht bewusst, was ihn dazu veranlasste, einen Zauberstab zu suchen, der seiner Meinung nach ihm angemessen war. Voldemort wird zum ersten Mal von dem Gedanken besessen, diesen Zauberstab zu bekommen, nachdem er Garrick Ollivander gefoltert hat, einen berühmten Zauberstabmacher. Dies tat er, nachdem der Zauberstab, den er sich von Lucius Malfoy ausgeliehen hatte, Harry nicht töten konnte. Zu diesem Zeitpunkt enthüllt Ollivander ein Gerücht an Voldemort, das besagt, dass Grigorowitsch den Elderstab haben könnte. Voldemort spürt daraufhin Grigorowitsch auf und findet durch Folter und Legitimentik heraus, dass der Zauberstab von einem unbekannten Dieb gestohlen wurde. Erst als Voldemort später in Godric's Hollow ankommt, findet er ein Bild desselben Diebes in Bathilda Bagshots Haus und entdeckt schließlich die Identität des Diebes, Gellert Grindelwald. Dies veranlasst Voldemort, Grindelwald in Nurmengard zu besuchen, wo er gefangen gehalten wird. Das kryptische Gespräch zwischen den beiden wird wie folgt dargestellt. Er schloss die geschwollenen Augen und ließ den Schmerz in seiner Narbe für einen Moment zu, überwältigt davon. Er wollte wissen, was Voldemort vorhatte, ob er schon wusste, dass Harry gefangen war. Die ausgemergelte Gestalt regte sich unter ihrer dünnen Decke, rollte sich zu ihm um und öffnete die Augen in einem Schädelgesicht. Der gebrechliche Mann setzte sich auf. Seine großen, eingefallenen Augen starrten Voldemort an und dann lächelte er. Die meisten seiner Zähne waren verschwunden. »So, du bist also gekommen. Ich dachte, du würdest eines Tages kommen. Ich wusste, dass du das tun würdest. Aber deine Reise war sinnlos. Ich hatte ihn nie. Du lügst!« Während Harry sprach, brannte seine Narbe schlimmer als je zuvor und für ein paar Sekunden sah er nicht auf den Zauberstabmacher, sondern auf einen anderen Mann, genauso alt und dünn, aber verächtlich lachend. »Dann töte mich, Voldemort. Ich begrüße den Tod. Aber mein Tod wird dir nichts bringen. Er wird dir nicht bringen, was du suchst. Es gibt so vieles, was du nicht verstehst.« Er spürte Voldemorts Wut, doch als Hermine erneut schrie, blendete er sie aus und kehrte in den Keller und den Schrecken seiner eigenen Gegenwart zurück. Mit einem Mal fühlte sich Harrys Narbe an, als wäre sie wieder aufgesprungen. Seine wahre Umgebung verschwand.
Er war Voldemort und der skelettierte Zauberer vor ihm lachte zahnlos. Er war wütend über die Vorladung, die er fühlte. Er hatte sie gewarnt, ihn nur für Potter gerufen, wenn er sich geirrt hätte. »Dann töte mich«, forderte der alte Mann. »Du wirst nicht gewinnen, du kannst nicht gewinnen. Dieser Zauberstab wird dir niemals gehören.« Und Voldemorts Wut brach aus. Ein Ausbruch von grünem Licht erfüllte den Gefängnisraum und der gebrechliche alte Körper wurde aus seinem harten Bett gehoben und fiel dann leblos zurück. Voldemort kehrte zum Fenster zurück und beherrschte seinen Zorn nur mühsam. Nach einer wilden Verfolgungsjagd suchte Voldemort also Grindelwald auf und tötete ihn schließlich. Aber meine Frage ist, warum hat er sich dann die Mühe gemacht? Hätte er nicht bereits korrekt schlussfolgern können, dass Grindelwald nicht mehr im Besitz des Zauberstabs war? Ich meine, das Duell zwischen Dumbledore und Grindelwald war berühmt. Harry hatte nie daran gedacht, Dumbledore nach seiner Vergangenheit zu fragen. Zweifellos wäre es ihm seltsam, ja sogar unverschämt vorgekommen, aber schließlich war allgemein bekannt, dass Dumbledore an dem legendären Duell mit Grindelwald teilgenommen hatte. Harry hatte nicht daran gedacht, Dumbledore zu fragen, wie es gewesen war oder nach seinen anderen berühmten Leistungen. Grindelwald gab ihm keine neuen Informationen über den Zauberstab und ging sogar so weit zu lügen, dass er ihn jemals besessen hätte. Was war der Sinn dieser Reise nach Nurmengard? Hätte er nicht gewusst, dass Dumbledore der Besitzer des Zauberstabs war? Oder wie war das genau? Ich denke, letztendlich geht es darum, dass Voldemort während seines Duells mit Dumbledore nicht sicher sein konnte, ob Grindelwald noch Herr über den Elderstab war. Er schloss wahrscheinlich daraus, dass Dumbledore nach Grindelwalds Niederlage der wahre Besitzer des Zauberstabs geworden war, aber das konnte er nicht sicher wissen. Daher wäre es vernünftig gewesen, Grindelwald zu besuchen und seinen Verdacht zu bestätigen. Indem er Grindelwald besuchte, der noch lebte und atmete, hätte er wertvolle Zeit und Energie sparen können, indem er die Informationen direkt aus dem Mund eines Mannes erhielt, der noch lebte und atmete. Zusätzlich konnte Voldemort wahrscheinlich nicht widerstehen, einen ehemaligen dunklen Lord zu besuchen und seine Überlegenheit zu demonstrieren. Voldemort war mächtiger als je zuvor, während Grindelwald ein abgemagerter alter Mann war, der in einer Gefängniszelle verrottete. Sicher, Grindelwald war einst der mächtigste gewesen, aber diese Zeiten waren lange vorbei. Für Voldemort, der vor allem nach Macht strebte, wäre es eine Befriedigung, seine Dominanzgelüste zu wecken und vor, naja, Grindelwald zu demonstrieren. Es war eine Weitergabe der Fackel. Außerdem ist es unwahrscheinlich, dass Voldemort von der Methode wusste, die hinter dem Besitz des Elderstabs steht, und dass Töten nicht unbedingt erforderlich ist, um sein wahrer Meister zu werden. Er dachte wahrscheinlich, dass man töten musste, um ihn wirklich zu besitzen. Und als er sah, dass Grigorowitsch noch lebte, war er ratlos, wer der wahre Besitzer des Zauberstabs war. Das bedeutet wahrscheinlich auch, dass Voldemort nicht nur nach Nurmengard reiste, um Grindelwald zu befragen, sondern auch die Absicht hatte, ihn zu töten. Indem er Grindelwald ermordete, beseitigte er die Möglichkeit, dass dieser irgendwie der wahre Besitzer des Zauberstabs war, falls er ihn schließlich doch finden würde. Ich finde es immer recht interessant, dass Voldemort so intelligent war und trotzdem durch die Region und die Regeln des Elderstabs so verwirrt wurde. Voldemort war in allen Bereichen der Magie ein Leuchtturm, aber ausgerechnet die Zauberstabkunde erwies sich als seine Achillesferse. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Was denkst du darüber? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.